schießt mir Reifen kaputt. Das ist das Erste, was ich machen würde, wenn ich es feststelle. Die haben es repariert. Was sollen wir denn machen? Reifen schießen. Haben wir. Achso, okay. Dann. Unser Zweier liegt aber auf der Seite. Steig den Heli. Das ist einer von dem pinken Hunter, der gerade schreibt. Ja, dann schreib ihm ja. Okay, es ist wieder der Flugplan. Der Tacky Toro. Hast du alles, Oni? Ich brauch mal hier so einen Schubser. Kann man bitte einer von den Strider oder Huntern zu uns kommen? Wir brauchen das war ein gutes Manöver, Schmunkel. Und wo sind die genau? Dann leite mich mal hin. Aber nur bitte einmal schubsen. Also machst du mal nicht hinten rein. Versuch weiter noch hinterher zu nehmen. Einfach geradeaus. Zur Naterschaft, der DP6 gerade. War einfach geradeaus, wir fahren direkt auf Lin und Tobi. Ich bin auch noch am Arsch, der hier helfen will. Habt ihr dem Chucky mal geschrieben, ja? Ja, hab ich. Gut. Okay, verstanden. Der hat auf jeden Fall ein schnelleres Fahrzeug als wir, der würde einfach von der Seite anfahren können. Schön, ne? Du hast das Schild gestriffen. Nein, getragen. Also, haben gut geparkt, ne? Wenn du hier rechts stehen bleibst, das ist mein Haus, ne? Doch nicht. Aber hier ist weit und breit nix. Ja doch, da hinten muss irgendwo ein Hunter sein. Da ist ja, der kommt gerade angefahren, ja. Einfach geradeaus, egal was er macht, einfach geradeaus. Da auch. Wir fahren genau drauf. Bitte mal den, von der anderen Seite bitte, Strider, bitte. Oh, da schön Kurve schneiden. Jetzt hab ich meinen Leck gehabt, hat er wieder 5 Meter hier gemacht. Ja, hab ich gesehen, ja. Einfach die Kurven zu schneiden. Kurven kommen. Sanft, ja. Alter, was machst du denn? Links. Ja, der war gut. Sehr gut. Bin drin. Rechts, scharf rechts, der wird versuchen, den Schwerpunkt zu machen. Ich hab den Reifen kaputt gemacht. Oh, der war super. In die Mauer. Ich repariere schon. Hast du ihn? Okay, raus, Paul. Vorsicht. Pass auf. Mindestens 4 Mann. Wir sind unterwegs. Da sitzt noch einer drinne. Er schießt sie am besten. Da sitzt noch Fahrer drinne. Ich hab ihn. Ihr habt meine Betsy. Ich hab beide. Yippie! Jawohl. Was ist denn das bitte für ein Ifrit? Ja, ne. Ja, ja. Das ist keine Ahnung, ignorieren einfach. Meine Betsy! Da hab ich mich auch gefragt, was das mit dem. Das wäre ein anderer mitgestellt, ne? Oder? Da fehlen noch zwei. Komm, drin, hier kommt noch ein Strider. Bin unterwegs. Auch wieder die Richtung wieder umgehen. Hier ist der andere Hunter. Der andere Hunter. Jungs, Vorsicht, Halter von hinten. Bitte nimm mir den ab. Bin unterwegs. O'Neill, die Richtung? Tobi, bist du schussbereit? Ich bin schussbereit. Geladen. Komplett andere Richtung. Wir fahren Richtung Kavallergrad. Wir gehen hinterher. Zwei Hunter, zwei fahrende Hunter. Ja, ist okay. Also der Richtung zu vorne, genau. Jetzt stimmt die Richtung. Die Richtung, Tobi. Die Richtung passt, ja. Jetzt die Verdächtigen zu mir in Heli gerade aus. Ich mach mal den Hunter hier ernst. Erstmal zumachen. Fahren bis hier rum. Könnt ihr die Verdächtigen reinsetzen? Auf der Straße, ja. Und dann kommen wir genau hin. Im zweiten Hunter? Hat er gerade was gefunkt? Keine Ahnung. Dann komisch. Wenn Touchdown könnte, wird das Ding reinsetzen. Wir haben beide Hunter. Ja, ich komm schon. Wir sind unterwegs, wir verfolgen sofort beide Hunter. Hier lang? Oder wo lang? Ja, passt, genau da. Jetzt links. Hunter, der Verdächtige kommt schon. Weg, genau. Und dann fahren wir gleich auf sie zu. Repariert den Hunter, dann haben wir einen zweiten. So, einer ist schon ganz, aber ich hab keinen Kit mehr. Ich hab noch eins. Aber ich kann nicht aufstecken. Haben wir da einen Schlüssel für? Hat doch jemand von euch einen Repair Kit? Ich hab einen Schlüssel für die Betsy. So, dann macht mal die Karre ernst, dann haben wir weiterfahren. Ja, ich hab kein Free-Package, Schmuggler, hast du eins? So, geradeaus, genau. Repariert. Nur geradeaus, dann kommen wir da hin drauf. Ja, ich verstehe nicht, weil die Helis ja alle mega laut sind. Ab du ein Free-Package hast. Ich hab keins mehr. Einer ist schon drin. Vor uns. Wer von euch hat denn eins? Irgendeiner macht doch vorhin ganz stolz. Ja, ich im Pilot, als Pilot, aber ich kann nicht aussteigen, sonst nimmt der bitte Steuer hier. So, Steuer vor Ort. Nee, Gangster können links. Keinen Steuer übernehmen. Du kannst nicht von sag hinten nach vorne hin. Rutschen, das funktioniert nicht. Wenn ich den Gefangenen gleich abgeliefert habe, ich hab noch. Hunter, ja, dann wieder kommt mal bitte her, ich hab den zweiten Hunter, da haben wir mit zwei Hunter, dann kann ich mich auch mit dem Hunter fahren. Fangen wir da mal links oder rechts? Da ja, ist ja geil. Ich frag schon. Hallo. Ja, so, ich drinne, der zweite ist drinne. Ja. Also mir darf keiner mehr sagen, ich kann nicht Hunter fahren. So, ich glaube, das okay, ist meine Betsy. Warte mal, wir gucken Schnott. Wie auch immer, könntest du mir den reparieren, Lin, oder selbst mit mir so? Ich repariere. Ich hab ein Repair-Kit, ich reparier schon. Bin wieder ausgestiegen. Es ist übrigens leider nicht meine Betsy, das ist ein gemieteter.
Okay, ist ja egal, Hauptsache ich habe irgendwie ein Fahrzeug, dann kann ich wenigstens okay. mich beteiligen. Unbeteiligter Helikopter über unsere Position. Was? Hinten links hinter mir, 6 Uhr, unbeteiligter Helikopter. Seid ihr an den anderen beiden Huntern noch dran? Wir sind bei an beiden Huntern dran, okay, ja. Super. Lokami, ne? Holo, dann steigst du gleich bei mir einfach mit ein. Also darf ich nicht so weit? Wir müssen wieder zurücklehnen. Okay, Rocktalk, um 180 Grad also, umdrehen. Halt immer an, also ihr könntet mal aufholen. Okay, kannst du da jetzt reinsitzen? Ja, so ein Stückchen nach rechts und Position, ja, so genau. Du hängst bei mir im Buchen fest. Ja, hängt mal ein bisschen rum, das klappt gleich wieder. Ich kann euch mal ein bisschen anschieben. Ja, mach mal. Wir fahren schon mal unten noch rum? Nee, ja. Fahr einfach, der kommt schon noch. Fahr. Ist der unter mir? Lenk mal in die Richtung, wo der dran links. Ist. Links. Doch hier lang, oder? Aber du kannst Gas geben, oder? Ey, ich glaube, wie richtig fahren kann er so nicht. Genau, ja, jetzt hat das. Ey, wie die mir die Ohren zusülzen hier im Heli. Mich doch am Arsch. Ein Stückchen nach links noch. Der eine Heli ist der noch dran, der große ist der noch in irgendwas dran. Also noch mehr. Okay, weiter. Gut, genau, jetzt sollten wir nachher vorne den Weg abschneiden. Da sind beide Hunter und dann. Da fährt gerade ein Hemd lang, muss mir aber irgendwas. Ja, ja, der fährt die ganze Zeit da schon rum. Ist bestimmt ein Drogen-LKW. Der wird sich, ganz ehrlich, der wird sich auch was denken. Fährt der Drogen runter, ihm rum, 1000 SEK-Fahrzeuge, keiner hält ihn an. Ich bin einer Chris Derby. Ich hab ein Standbild. Mal wieder. Das ist nicht so. Bei mir fliegen wir gerade. Ja, ich hab ein Standbild, deswegen fliegen wir. Ich seh den Hunter. Wie weit ist denn der weg? Hunterlein. Zwei Hunter. Ja. Oh, Armer, schlag mal direkt nach links ein zu den Punkten. Wir sind gleich am Erhaku. Ich hab keinen Schlüssel mehr für den Hunter. Kann sein, dass also, ihr zu dritt da vorne in dem Hunter sitzt vor mir? Direkt nach links einschlagen. Wie viele Personen waren in dem Hunter gerade eben? Hunter. Dem einzelnen. Oh, das ich hab grad Standbild. Ich hab einen Schlüssel für den Hunter, der ist 800 Meter weg, ich aber der musst du dran. Anders fahren, glaube ich. Oder der fährt auch in diese Richtung. Ja, der fährt gerade am Toxologischen vorbei, wenn ich sich die. Also bei mir buggen wir immer noch von vorne nach ja, hinten. Ja, Tobi, ich hab ein Standbild. Wie oft denn noch? Oh, yeah. Ich kann nicht mit. Ja, könnte hinkommen. Wir fahren ins Toxologische. Einer zumindest. Die Hunter sind in der biologisch toxischen. Wir brauchen noch einen Moment, sind noch einen Kilometer weg. Der eine fährt durch anscheinend, der andere ist erst gerade drin jetzt. Ja, fährt hinten wieder raus. Beide durch, ja. Ja, wenn der eine mal die Lücke schafft da hinten. Jetzt geht's wieder. Linden gibt der Luis mal einen Klaps. Soll sich benehmen. Moment, ich fahr noch mal ganz kurz vorher, weil wenn ihr sich jetzt hier rumtreiben, hol ich mir wenigstens noch mal Repair-Kit. Ich hab keinen Bock gleich hier rumtreiben. Brauche ich eigentlich auch. Ich hab auch nichts mehr. Bin allein ja, unterwegs. Ja, wir sind dran an den Helis. Ja, mach mal. Ich hol mal fahr kurz beim Erko vorbei, hol mir Repair-Kit, fahr wieder los. Der Humming unter mir. welchen verfolgst du? Lass mal ein bisschen aufteilen. Den vorderen. Vorderen, dann beachte ich den hinteren, der unter dir jetzt ist. Geh mal runter, vielleicht kannst du auf ihm landen. Ich würde euch jetzt anbieten, Hummingbird zu nehmen und den damit die den umdrehen, um. Ich kann ihn nicht abschließen, Pone. Zeig mal bitte da ein. Die kommen euch jetzt entgegen, quasi zum Erko. Richtung Erko. Ja, dauert aber noch ein bisschen. Okay, ich bin eh wieder ready. Wollt ihr den Hunter rein oder fahrt ihr hinten beim Hinteren mit? Pone, kommst du? Ja, ich bin schon drin. Ich habe auch Repair-Kits gekauft. Ja, super. Go. Wo also genau? Ich könnte Die fahren Richtung Erhaku, ist richtig verstanden. Was euch entgegen. Nee, biegen links ab, Solarkraftwerk. Okay, dann hier rechts, fahr rechts, weiter. Ja. Muggelroute. Blöde Mücke, piss dich. Da kannst du sie vorher reindübeln, wenn sie durch den Weg fahren. Die sollen auf den Airport fahren, dann kann ich sie versuchen abzudrängen. Das machen die üblich voll in die Reihe. Ich hab zwar zwei Kollegen von ihnen drin, aber das ist mir eigentlich egal. ja, wieso lässt ihr mich eigentlich nicht mit dem Helikopter die abdrängen? Ich bin aus. Da ziemlich geübt, ich raste echt aus. Dieser behinderte Scheiß-Kack-Striker. Komm, ja, ich seh's. Aber er hat es auch gesehen. Weiter rechts. Oder nimm den hinteren. Wir sind auf dem Airport. Ja, der eine Strider ist außer Gefecht. Ja, halt an. Ich will den vorderen haben. Oh, leck der. Alter. Also ich werde langsamer, wenn ich auf. Wenn ich jetzt irgendjemand halt an geschrien. Ach, Carsten, was? Carsten, du hast, glaube ich, mangelbare Strider gekauft. Nach rechts. Rechts. Achso, okay. Oh, die lecken mir so sehr die Hunter, da kann ich nicht runtergehen. Wie hat Carsten schon wieder seine alten Hunter ausgepackt und fährt nicht selbst? Flick höher, Orca, flick höher. Seine alten Strider. What the fuck?
Ach nee, diese scheiß Leuchten. Oh mein Rocktalk, seid ihr. Ganz ruhig, wir sind immer noch hinter denen dran. Ich hab noch genug Sprit, ich kann dich noch ewig verfolgen wegen mir. Wenn ich abstürze, ja, meine, die haben ich zwei Kollegen gedacht, bei mir drin. Also das werden sie Risiko, wenn sie, glaube ich, ja, nicht angehen. Ey, die zwei Kollegen haben sicher was auf der Pfanne. Weiß ich nicht, auf jeden Fall reden sie nicht mit mir mehr. Nachdem ich sie ignoriert habe. Komm her. Komm zu Papa. Oh, jetzt. Ich weiß noch nicht mal, ob die noch drin hocken, die sitzen noch drin. Oh. Moment mal, der eine Hunter, der ist, glaube ich, ziemlich in. Bleib mal mit der Walker an ihn dran oder so, an den vorderen. Jupp, geht gleich. Den hätten wir so schön gehabt gerade. Ja, das war ein bisschen ärgerlich wegen dem Busch. Ja, zieht euch einfach einen nach dem anderen raus. Ja. Haben sie weniger Chance. Der eine kommt nicht weg, ich bin über ihm, also von dem her. Außer er macht jetzt irgendwas Saudummes. Die heulen dann sowieso wieder rum. Ja, das ist okay. Ja. Die haben doch ihren Spaß, da wird nicht drum geheult. Ja, das glaubst du. Das glaubst du. Die haben mir vorhin schon angekündigt, die haben ihre Helmkameras am Laufen. Ah, ja. Oh. Kann es sein, dass sie wieder Richtung DP12 versuchen zu kommen? Wir sind nur 1,3 Kilometer davon weg. Ja. Sieht so aus auf jeden Fall. Die drehen nämlich voll wieder ab dann über. Ne, kommt wieder solche Stäbchen. Das ist wieder ein komisches Ganggebiet. Das gibt's doch! Oh scheiße, Bauch. Mit dem Mark. Wir haben dich getrennt, übrigens. Weiterfahren müssen wir irgendwie noch Krass ein bisschen aus. Üben bei manchen Personen, oder? Wer hat sich getrennt? Ja. Die Hunter. Also okay, die sind, glaube ich, noch beide drin. Die sind kommt euch komplett entgegen, ne? Also der eine Hunter ist nämlich hinter euch jetzt. Ich hab nimm mal den ich jetzt sehe. Der eine. Wo ist der andere Hunter? Okay. Wo ist der? Sag mal, wo der ist. Ja, der ist jetzt von den letzten, was ja, ist das? Rider rechts hinten. Aber reparierst du auch und ich repariere doch. Hier ist er genau über mir, über dem haben wir ihn gehört. Unter mir. Und ich bestimmt immer nicht. Ja, ich seh ihn, ja. Über dir. Ja, ja, die können auch fliegen, keine Angst. Oh, meine Betsy kannst du irgendwie langsamer. Ja. Hab ich auch gerade gedacht. Wir fahren immer um diese scheiß angebliche Ganggebiet rum, ne? Bei dem Baum haben wir was abgefahren, andererseits. Hallo. Tobi, na, lots mich mal, wo lang? Ah ne, 199 ist ja, geradeaus. Bisschen schwankt links. Ja, das war ein Fehler. Ja, ich will den Weg abschneiden, nicht den hinterher fahren. Hunter steht, Hunter steht. Ja, da fahr geradeaus. Ja, jetzt bin ich wieder dran, unser Mistkerl. Das ist mir. Ich hab mir schon wieder ein Rad angeditscht, ey, ich rast aus hier. Alter, ich höre die ganze Zeit irgendwelche Stimmen hier. Ein Gerede, ey. Ja, der hat so einen Ort gekannt oder so. Lobby? Nee, das ist in der Lobby. Ich glaube, das ist gerade bei uns, ne? Das oder? Ja, Lobby. Den mal rauskicken, die Nerven. Kasten, hast du noch ein Repacket? Eins müsste ich noch haben. Sehr gut. Nur für den Notfall. So. Du bist mein Lebensritter heute. Ja, genau. Da ist übrigens noch ein Heli, der ist unbeteiligt. Oh, jetzt macht er gleich einen Unfall. Komm. Okay. Er leckt bei mir mega. Ach, der ist nicht. Genix, Alter. Wo ist er hin jetzt? Keine Ahnung, was ist mies. Bitte mal einen Hubschrauber aufklären, wir brauchen hier einen Hubschrauber. Ich bin über. Über, flieg mal hoch und sag mal, wo er hin ist. Ich seh nicht mehr. Jetzt, der ist hinter uns. Ja, genau. Ich hab mal anders selber schon versucht. Davor war ich halt mit dem Abschieber so nach oben. Scheiß Baum, ey. Das hat ein Reif minimal gegengetickt, ey. Scheiß Desing, ey. Der ist jetzt links von den anderen Hand dann. Boah, Desing schon wieder, Alter. Das ist doch kacke, ey. Den kriegst du, keine Angst. Ich hab denen jetzt gar gesagt, ob die die Kollegen die zum Aufgeben wollen und dann hab ich so härtere Mittel aufziehen, also ohne Rücksicht auf Verluste irgendwas erkennen. Dann hat er so gemeint, ach, das schäme er ja dann. Hat die geblüßt, dass er 20 Polizisten angeblich erschossen hat und lauter so gedehnt sie. Guck mal, jetzt labern sie mich wieder zu hier. Wenn ich mich in einem Turm verkämpfe, kann ich 20 Polizisten durch die Wand gucken, kann ich 20 Ja, der weiß gar nicht, dass er hier auf Dauer sprechen ist und die ganze Zeit mir irgendwas verrät. Ja, das ist verrät. Ja,